Ja, grüß Gott. Was ich wirklich toll an der Veranstaltung finde, ist zu sehen, wie unterschiedlich Architekten auf die gleiche Aufgabenstellung immer reagieren. Das ist vielleicht auch unsere Stärke. Ich sage dann auch was zur Konstruktion und was mich bei der Konstruktion bewegt und mache das anhand dieser drei Forschungshäuser, möchte aber vorher ein bisschen ausholen und Sie eigentlich mitnehmen auf eine Reise, wenn es dann beginnt nach Patagonien. Ein Freund von mir ist Künstler, Maler und er hat uns gebeten, für ihn einen 20-Fuß-Container zu bestücken mit einem Atelier, sollte 60 Quadratmeter Grundfläche haben zum Malen und 300 Quadratmeter Leinwand mussten mit reinpassen und ansonsten haben wir uns überlegt, wir machen das so, dass wir nur das absolute Existenzminimum abdecken, das er braucht, um dort überleben zu können. Und also was haben wir, kommt gleich, ich sehe es, ist im Aufbau. Und was braucht man, um zu überleben? Also man muss schlafen können, man muss sich Essen zubereiten können, man muss sich waschen können ab und zu und dann braucht er einfach viel Fläche, um zu malen. Er kämpft. Das holen wir dann alles nach sozusagen. Okay, und das haben wir geschafft und dann war der 6 Monate in Patagonien. Ah, jetzt, super, danke. Wenn der jetzt auch noch geht. Also da ist er, der Künstler. Der 20-Fuß-Container mit dem ausgebauten, ausgeklappten Atelier. Alles so dimensioniert, dass es eine Person selber aufbauen kann. Und da war er dann 6 Monate in Patagonien. Das ist der Container. So sieht es aus. Also eine einfache Zeltkonstruktion. Und im Hintergrund sieht man einen Ofen. Da kann man sich ein bisschen einheizen, kann sich was kochen. Da ist eine Küche dabei. Das Wasser haben wir eingesammelt, damit man auch das zum Kochen verwenden kann, aber auch zum Duschen. Und da gibt es eine Komposttoilette. Und alle Dinge und dann kam er zurück von seiner Reise und dann haben wir uns unterhalten, wie hat es funktioniert. Und gesagt, alles super funktioniert, alles eigentlich wie geplant, nur in einem, da haben wir uns total getäuscht. Also was wir meinen, was das absolute Existenzminimum ist, das unterscheidet sich deutlich von dem, was eigentlich 90% des Rests der Menschheit, mit was die zurechtkommen müssen. Ich hatte im Umkreis von Quadratkilometern die luxuriöseste Herberge und das hat mich total getroffen. Ehrlich gesagt, im Innersten, und das hat mir an einem eigenen Projekt, wo wir noch versucht haben, also das total zu reduzieren und aufs Minimum runterzufahren, hat mir das sichtbar gemacht, dass wir mit unserem mitteleuropäischen, nordamerikanischen Lebensstil einfach die Ressourcen des Großteils der Menschheit verschleudern und dass wir da dringend was machen müssen und dass wir eigentlich das auch wahrscheinlich nicht schaffen, indem wir immer wieder technisch nachrüsten, sondern dass wir vielleicht mal drüber nachdenken müssen, ob wir nicht an manchen Stellen auch auf was verzichten können. Und dann hatten wir gleich mit dem gleichen Künstler nochmal ein Projekt. Er wollte, dass wir für ihn eine Malhalle bauen und eine Werkstatt und ein Bilderlager. Und das haben wir in einem kleinen Dorf in Gleisenberg, kurz vor der tschechischen Grenze, gebaut. Und haben da schon versucht, jetzt mal zu schauen, wie einfach kann es denn sein? Kann man auf ein paar Sachen verzichten? Und es ist dann eigentlich eine große, ruppige Halle geworden aus hochdämmenden Ziegel, einschalige Wandkonstruktionen, außen verputzt, innen geschlemmt. Es gibt eine Bauteilaktivierung, da kann man gerade mal das Gebäude bis auf 16 Grad aufheizen und ansonsten zieht er sich halt im Winter einen Pullover an, wenn es zu kalt ist, oder er heizt noch ein bisschen ein über so einen Holzofen. Die Flächen sind großzügig fürs Arbeiten, ganz klein, ein Bad und eine Küche und da oben eine kleine Schlafkammer. Und da sind wir eigentlich schon relativ weit gekommen, in diesem Anspruch an uns selber, vielleicht die Ansprüche auch ein bisschen zu reduzieren. Und ziemlich zeitgleich habe ich gemeinsam mit Hermann Kaufmann eine Schule in Diedorf gebaut. Und da waren die Ansprüche hoch und nicht reduziert, sondern das musste eine Plus-Energieschule sein, es musste ein Holzbau sein, fünfzügiges Gymnasium und es musste ein neues Lernkonzept der neuen Lernlandschaften umgesetzt werden. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Schule geworden und es ist auch eine Plus-Energieschule geworden, die hat extrem niedrige Verbräuche, braucht zum Beispiel im Jahr 23.000 Euro, kostet die Energie, das Putzen kostet 130.000 Euro und ist aber erkauft mit einem irren Aufwand an Haustechnik. Das, was man da sieht, ist die Lüftungsanlage unserer Schule. Man sieht eigentlich an der Lüftungsanlage ganz schön die Häuser, das ist die Aula, das ist die Sporthalle, das sind die Lernhäuser und geht natürlich auch mit einer irren Installation an Technik einher.
Und nachdem es ein Forschungsprojekt war, das wir gemeinsam mit der DBU gemacht haben, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, haben wir dann auch ein dreijähriges Monitoring angeschlossen. Und nach 3 Jahren Monitoring hat die Haustechnik dann auch funktioniert. Das heißt aber, da haben wir einiges erlebt in diesen 3 Jahren. Das heißt, zum Beginn haben vielleicht 75% der Technik sind überhaupt erst angesprungen. Das heißt, 25% waren völlig außer Funktion. Und die haben wir dann innerhalb von 3 Jahren aktiviert. Also das haben nicht wir gemacht, das hat die ZAE gemacht. Techniker, die sich damit auskennen, weil wir da sowieso überfordert sind. So, und dann, wenn der Hausmeister krank war, dann ist auch mal vorgekommen, dass im Sommer geheizt wurde und im Winter gekühlt. Und der Hausmeister, auch kein Hausmeister, sondern ein Techniker sozusagen, der sitzt wie so an seinem Schaltstand im Kernkraftwerk und hat 3 Monitore und beobachtet, dass das Haus funktioniert. Und das trifft aber auch nicht nur auf die Haustechnik zu, sondern auch, das ist jetzt auf die Baukonstruktion, das ist eine Trennwand zwischen 2 Klassenzimmern und bis dann alles im Holzbau mit Raumakustik, Brandschutz, Tragwerk und so weiter. Da drin ist in der Wand, was erforderlich ist, hat die Wand 11 Schichten hintereinander. Und da habe ich gesagt, so jetzt reicht's mir. Also so können wir eigentlich nicht weitermachen. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt schöne Beispiele, wie zum Beispiel das 2226 von Baumschlager Eberle mit 72 cm starken Wänden. Da gibt es gar keine Heizung in dem Haus. Es geht nur über die Abwärme der Personen und der elektrischen Ausstattung. Und viel Speichermasse in den Räumen und einfach sich mal befreien sozusagen von diesen Zwängen, von der Unterjochung durch die Haustechnik und der Architektur die Würde zurückgeben sozusagen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Gibt aber auch andere ganz interessante Studien, zum Beispiel die GEBOFAG in München, Münchner Wohnungsbaugesellschaft, hat 6 gleiche Häuser gebaut, sehen Sie hier. Eines ist das Referenzgebäude, das haben sie 2006 gemacht, damalige NF eingehalten mit dem Referenzgebäude. Dann haben sie eins gebaut mit einer verbesserten Wärmedämmung. Eins haben sie gemacht, da haben sie Fensterkontakte eingebaut. Also wenn der Nutzer das Fenster aufmacht, geht die Heizung aus und wenn es ihm friert, macht das wieder zu. Und dann gibt es eins mit einer richtig aufwendigen Wohnungslüftung, mit Wärmerückgewinnung und allem Pipapo. Eins mit einer Wandheizung und dann noch eins mit einer elektronischen Einzelraumregelung. Dann haben sie geschaut, was kostet das eigentlich unterschiedlich, diese 6 Häuser. Und das ist das Referenzgebäude, die anderen waren ein bisschen teurer, die Wandheizung war gigantisch teurer. Und dann hat man geschaut, und was bringt es eigentlich hinterher? Und dieser ganze Mehraufwand, den man da treibt für diese ganzen zusätzlichen technischen Equipments, bringt eigentlich gar nichts. Das bleibt alles auf einem Level. Das Einzige, was gebracht hat, war der Fensterkontakt. Weil man dann einfach, wenn es einen friert, zumacht und dann war der Energieverbrauch niedrig. Sie haben dann auch Umfragen gemacht und es war auch das unbeliebteste Haus bei den Bewohnern. Ja. Gut. So, und das ist nochmal unser Wandaufbau, Gymnasium Diedorf, ja, mit allem Pipapo, was man da so braucht, um ein Plus-Energie-Gebäude zu bauen. Und ich habe einfach keine Lust mehr auf solche einfachen Details, in Anführungszeichen. Ich würde gern solche Wände bauen. Also eine massive Holzwand, pur Holz, ohne Dämmung, eine Schicht, davor noch ein paar Bretter, damit der konstruktive Holzschutz für die Wand da ist und sonst gar nichts. Und ich möchte auch keinen Sonnenschutz mehr einbauen, den man irgendwie verstecken muss und der dann runterfährt, wenn er eigentlich nicht gebraucht wird und dann oben ist, wenn er gebraucht wird oder kaputt ist, wenn er gebraucht wird. Also eigentlich würden wir gerne robuste Häuser bauen, die Menschen nutzen können, dass man ein Fenster aufmachen kann. Und trotzdem wollen wir schauen, dass wir langfristig mit diesen Häusern, die wir da bauen, nicht zu viel Energie verschwenden und auch im Hinblick auf die graue Energie einfach sinnvolle Häuser bauen. Und deswegen haben wir ein Forschungsprojekt an der TU initiiert und haben uns überlegt, wie wir 3 einschalige Konstruktionen, massive Bauweisen so optimieren können, dass das hinterher sowohl was den Energieverbrauch als auch die graue Energie als Bilanz anbelangt, dass es funktioniert und dass es vielleicht auch noch schöne Häuser werden. Das waren die ersten Skizzen, die ich da gemacht habe, Zeichnungen zu den Zielwandaufbauten sozusagen und auch Deckenaufbauten, was wir da erreichen wollen. Also links die massive Holzwand, dann ein Haus aus Dämmbeton. Beim Dämmbeton haben wir ganz früh gemerkt, dass der schneidet in der grauen Energiebilanz extrem schlecht ab und es liegt aber zum großen Teil am Stahl. Und dann haben wir überlegt, okay, dann lassen wir halt den Stahl weg und machen ein unbewehrtes Dämmbetonhaus. Ja, und vielleicht geht das. Und das sollten dann Wohnungen werden oder auch Studentenwohnheim. Und damit man da den Schallschutz hinbekommt, braucht man natürlich auch irgendwie Masse oder viele Schichten. Und dann haben wir mal probiert, einschalige Decke zu bauen und oben direkt sozusagen den Fußbodenbelag draufzulegen und sich den ganzen Ärger mit den Schichten zu sparen, den Ärger mit dem Estrichleger, den es auf jeder Baustelle gibt, zu sparen. Also das auch relativ simpel zu machen.
Und das Gleiche gibt es dann noch, und das ist aber eigentlich ja schon relativ konventionell, einen hochdämmenden Ziegel zu verwenden. Eine 42 cm starke Ziegelwand, das ist auch ein Ziegel, der keine Füllung hat, sondern einfach nur Luft drin hat, was, weil auch das Thema Recycling hinterher immer interessant ist. Und also das ist sozusagen das dritte Modell. Und Sie sehen schon immer, die Lage der Fenster ist ein bisschen speziell, sitzt ganz innen, ist aber auch bauphysikalisch, was den Isothermenverlauf anbelangt, auch die richtige Position. Und dann haben wir erstmal Muster gebaut für diese Wandaufbauten, ein Fenster im Holzbau, schaut erstmal ganz konventionell aus. Die Wand ist ein bisschen spezieller. Das ist eine dreilagige Brettsperrholztafel. Das ist eine horizontale Lage, da eine horizontale Lage. Und dann stehen vertikale Kanthölzer drin. Die sind noch so eingeschnitten mit der Säge, damit sie Luft speichern und haben dann einen sehr guten U-Wert. Mit 23 cm starken Holzwand kann man die NF einhalten. Das ist natürlich eigentlich super, hat aber natürlich dann im Umkehrschluss weniger Speichermasse als Beton und Ziegel. Und es ist auch eine Wand, wo sehr wenig Leim drin ist. Es ist nur an der Stelle verleimt. Die Bretter untereinander nicht, die Kanthölzer untereinander nicht. Also eigentlich auch unter dem Aspekt ein sehr sinnvolles Produkt. Beim Dämmbeton ist es konstruktiv ein bisschen schwieriger gewesen, weil da war die Fragestellung, wenn man kein Eisen drin hat, wie macht man dann einen Sturz? Und eigentlich geht es nicht. Und aber es geht natürlich schon, geht ja schon seit ein paar tausend Jahren, oder? Man macht einen Bogen und dann kann man das eigentlich machen wie Mauerwerk oder auch rechnen wie Mauerwerk und dann funktioniert das. Also, und dann habe ich den Vorteil, dass ich keine besonderen Wärmebrücken sonst und keine Stürze ausbilden muss mit 10 Schichten hintereinander, Wechsel von Dämmschicht und verkleideten Stahlbetonsturz und so weiter, sondern ich kann mit derselben Materialität die ganze Wand bauen. Also ich habe weniger Wärmebrücken, habe einen einheitlichen U-Wert und habe eine einheitliche Materialität. Und was ich bei der Gelegenheit auch noch versucht zu vermeiden ist, mir geht es total auf die Nerven, dass wir Häuser auf 14 oder 18 cm IPS stellen und fünfgeschossig, sechsgeschossig, wie auch immer. Und ich habe da einfach ein schlechtes Gefühl dabei. Keine Ahnung, wie lange das Zeug hält. Irgendwann gibt es dann wieder eine Spezialfirmen, die sozusagen nachträglich die Dämmung unter den Häusern austauschen. Keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach schlauer. Man stellt sie direkt auf den Boden. Und deswegen gibt es da unten eine Stahlbeton-Bodenplatte mit einer Aufkantung, einen richtigen Sockel für die Häuser, damit sie einen Spritzschutz haben. Und dann ist drauf die Abdichtung und dann fangen wir an mit unserem Dämmbeton. Ja, Fenster in der Betonwand und das gleiche Thema gibt es natürlich auch beim Ziegel. Wie macht man da, wenn man auf Stürze verzichten müssen? Da gibt es ja 1000 Fertigteilstürze von der Bauindustrie, die angeboten werden, aber wir wollten ja halt gern darauf verzichten. Wir hatten auch die Ziegelindustrie gefragt, ob sie mitmachen wollen bei dem Forschungsprojekt. Ja, super, unbedingt. Dann haben wir sie eingeladen und gesagt, also wir würden gern was machen ohne Stürze und also da brauchen wir auch irgendwie eine Bogenkonstruktion, einen Segmentbogen oder sowas. Das geht gar nicht. Also mit dem Dämmziegel, das geht überhaupt nicht. Und dann haben wir sie wieder ausgeladen und haben uns einen Maurer vor Ort gesucht, der uns den Bogen gemauert hat. Mit demselben Ziegel, anderes Format, aber selber U-Wert, selbe Dämmung, also wieder das gleiche wie beim Dämmbeton, eigentlich keine Wärmebrücken. Einheitlich, das kann man auch super, es ist einlagig außen verputzt, da gibt es keine Gewebe und kein gar nichts sozusagen. Das ist einmal Putz drauf und das war's. So, da haben wir unsere drei Muster gehabt und dann haben wir ein Symposium gemacht. Wir haben den Mike Schleich eingeladen, den Didi Eberle, und haben darüber gesprochen, was wir vorhaben und was wir bauen wollen. Und der Mike Schleich hat gemeint, oh, ihr seid ganz schön mutig, so dreigeschossig, Dämmbeton ohne Bewehrung. Würde ich mich jetzt nicht trauen, könnte aber auch sein, dass es funktioniert. Weil der, ja, man weiß es nicht, weil der Dämmbeton ist viel elastischer als der Stahlbeton. Also es ist einfach unterschiedliches Material und man müsste es ausprobieren. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir noch eine größere Wand und schauen mal, wie viel da reißt. Und dann haben wir mit unserem Bauherrn eine Besprechung gemacht und er hat gesagt, ja, was passiert denn, wenn es reißt, stürzt es ein? Nein, einstürzen doch nicht, ist halt ein Riss drin, ja, dann probieren wir es aus. Okay, also, und jetzt bauen wir in Bad Aibling auf dem Grundstück hier drei Forschungshäuser. Die schauen dann so aus, dreigeschossig, links Holz, einfach am horizontalen Sturz zu erkennen, weil das in Holz natürlich super simpel geht, daneben das Betonhaus und das Mauerwerkshaus. Und das sind 8 Wohnungen, die in jedem Haus drin sind. Auch da haben wir versucht, die ein bisschen zu reduzieren, was den Flächenverbrauch angeht. Das ist ja auch ein Thema, oder? Seit den 50er Jahren ist der Quadratmeter, den ein Deutscher an Wohnraum zur Verfügung hat, von 27 auf jetzt 48 Quadratmeter gewachsen. Ja, und auch darüber müssen wir nachdenken. Ganz viele Häuser stehen leer oder meine Eltern zum Beispiel wohnen zu zweit auf 250 Quadratmeter. Das Haus ist so doof gebaut, dass man es nicht teilen kann.
Und also so Dinge wollen wir auch damit berücksichtigen, dass das geht. Einfache Teilbarkeit und so weiter, Reduzierung von Wohnflächen und auch minimaler Einsatz von Technik. Bisschen heizen müsste man im Wohnbau schon. Und, aber es gibt einen Heizkörper, zum Beispiel, wenn man diese Wohnung da nimmt, da gibt es einen Heizkörper, der hängt direkt an der Versorgung, an dieser Badzelle dran. Die Badzelle bringt die komplette Technikinfrastruktur mit, Wasser, Abwasser und so weiter, Elektro auch. Und dann gibt es in den Außenwänden zum Beispiel keine einzige Steckdose, keine einzige Installation. Und man ist dann auch relativ schnell bei den Projekten vom Rohbau zum Ausbau. Das Fensterdetail, sehen wir jetzt gleich, ist super simpel. Erstmal noch die Wand im Holzbau. Das ist eigentlich der Ausführungsplan. Also da müssen wir jetzt noch zwei Schrauben einzeichnen, wie das da verschraubt wird, aber das war es dann eigentlich. Die Holzwand ist das Produkt. Draußen gibt es mit Hinterlüftung 30 mm starke Schalung und das ist wirklich denkbar einfach. Und die Fenster sind beim Holzbau sogar von innen einfach nur dagegen geschraubt, da ist ein Dichtband drin und dann sind wir fertig. Und das ist jetzt der Status, wie wir die drei Häuser gerade bauen. Was wir ein bisschen anders gemacht haben, beim Holzbau haben wir es nicht geschafft, eine Holzdecke zu verwenden, weil wir dann einfach zu wenig Speichermasse im Haus hatten. Und dann haben wir überlegt, sollen wir jetzt doch den Sonnenschutz machen, dann wäre es wieder gegangen. Also wir haben da Simulationen gemacht für Einzelräume. 2600 unterschiedliche Räume haben wir simuliert, über den ganzen Jahresverlauf durchgerechnet, wie stark überhitzen die und wie viel Energie verbrauchen die. Und immer davon ausgehend, dass man gute Belichtung in den Räumen hat. Und oh Wunder, was ist dabei rausgekommen? Was ist der ideale Raum für einen 18 Quadratmeter Wohnraum? Der ist 3 Meter breit, 6 Meter tief und relativ hoch, nämlich 3 Meter, 3 Meter 10 oder 3 Meter 40. Dann habe ich mehr Speichermasse drin und die warme Luft steht oben, unten ist angenehm. Ich kann ein schmales, hohes Fenster machen, das die Tiefe des Raums gut belichtet. Es ist also ein klassisches Altbauzimmer. Genau, also es ist jetzt kein Wunder, wir haben da trotzdem 2600 Räume durchsimuliert, aber man hätte auch vorher schon ahnen können, dass es in die Richtung läuft. Aber es ist auch gut, wenn man es dann mal wissenschaftlich bestätigen kann. So, aber eigentlich wollte ich sagen, dass wir jetzt am Schluss dann beim Holzbau auch eine Stahlbetondecke eingebaut haben, um die Speichermasse hinzubekommen. Und weil wir schon am Experimentieren waren, probieren wir aus, im Betonhaus die Decken mit Stahlfaser bewährten Beton zu machen, sodass man im Ernstfall sozusagen auf dieser Betonbaustelle keinen Staubstahl und keinen Mattenstahl braucht. So schauen dann die Wohnungen aus. Es gibt, man braucht ein bisschen Belag auf der Decke, damit der Schallschutz gewährleistet ist. Also es kann Lino sein, es kann ein Teppichboden sein. In dem Fall machen wir einen Sisal-Teppich rein. Und wir hatten leider ein bisschen ein Problem mit der Baugenehmigung, weil wir bauen im Industriegebiet und da wollen wir Wohnungen bauen. Das ging jetzt nicht so einfach, deswegen hat sich das ein bisschen verschleppt sozusagen. Deswegen haben wir erst ein Haus gebaut oder das ist im Bau, die anderen zwei folgen nach. Aber man sieht schon ein bisschen, worauf es hinausläuft. So, und da kommen halt jetzt nochmal zwei dazu. Und sind halt dann so, also was. Das da hat jetzt keinen Bogen, weil die 20 cm schafft sogar der Dämmbeton horizontal. Und sonst ja, sind das einfache, schöne Häuser. Wir probieren natürlich alles aus, geht auch eine Loggia und wie fahre ich da mit dem Dämmbeton und so weiter. Und wenn man schon mal beim Forschen ist, dann gerät einem so allmählich jedes Projekt im Büro zum Forschungsprojekt. Und jetzt, eigentlich bauen wir keine Einfamilienhäuser mehr, aber da waren Bauherren, die waren total nett. Und dann sagt ja, okay, wir machen es schon, wenn ihr mit uns ein Forschungshaus macht. Und dann machen wir im Erdgeschoss, das ist in Oberbayern, da schauen die Bauernhäuser auch traditionell so aus, unten massiv, oben Holz. Und dann machen wir eins unten Dämmbeton und oben mit dem Starkholz. Oder nächstes Forschungsprojekt fürs Studentenwerk München auf dem Campus der TU München, Studentenwohnen für 200 Studenten, da probieren wir das dann schon im nächsten Maßstab aus, also viergeschossig und wir haben noch eine Schippe draufgelegt und gesagt, vielleicht schafft man es ja auch mit dem Einfachbauen, so simpel wie es ist, gleichzeitig auch noch in die Richtung Null-Energie-Gebäude zu kommen. Da brauchen wir natürlich obendrauf die PV-Anlage, die uns das generiert, aber da sind wir schon relativ nah dran. Und auch da bauen wir 3,40 Meter hohe Studentenwohnungen, da kann man dann über das Bad noch eine kleine Galerie einbauen und das Schöne dabei ist, wir schaffen das zum selben Preis, wie das normale Studentenwohnheim kostet. Also das ist genau der gleiche, pro Platz rechnet das Studentenwohnheim
Studentenwerk München, 100.000 Euro, und das schaffen wir auch mit unseren drei Häusern, wobei der Ziegel und das Holz momentan noch den sündhaft teuren Dämmbeton kompensieren müssen. Die beiden werden deutlich günstiger als ein Standardpreis. Und insofern, Wirtschaftlichkeit spielt schon auch eine Rolle in der Architektur oder in unserer Arbeit zumindest. Und da sehe ich ein starkes Potenzial. Ich sehe auch für mich selber in der Arbeit jetzt ein total starkes Potenzial. Man hat diese Details sind super übertragbar auf das nächste Projekt. Man muss sich nicht bei jedem Projekt wieder von Anfang an damit abkämpfen, sozusagen das, was man so einfach aussehen lassen möchte, irgendwie total kompliziert zu machen und zu umschiffen, sondern das ist sack einfach und die Wand ist eigentlich klar, wie sie wird. Und ich kann mich jetzt viel mehr mit, was wollen wir denn für Räume bauen, beschäftigen, muss nicht 90% meiner Energie in irgendwelche Randthemen stecken. Und deswegen glaube ich, dass zumindest für unsere Arbeit da noch ganz großes Entwicklungspotenzial ist. Vielen Dank.